Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser 6. Fachsession nach dem Mittagessen zum Thema Beschaffungsdesign. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist, wie komme ich zu einer guten Beschaffung und wie komme ich vor allem zu Informationen seitens der Anbieter, die ich brauche, um eine Beschaffung gut zu gestalten. Um auch mit Ihnen diese Fragen zu betrachten, freut es mich sehr, dass wir 4 ausgewiesene Profis im Beschaffungswesen gewinnen konnten, die alle in ihren jeweiligen Beratungsunternehmen lange Erfahrung mit diesen Fragen haben. Sie haben die Damen und Herren bereits in der Broschüre kennengelernt, daher verzichte ich auf eine lange Vorstellungsrunde, möchte aber noch kurz sagen, wie wir uns diese Session vorstellen. Beginnen wird Herr Bühler zum Thema Erfolgsfaktor Beschaffungsdesign. Und wir werden dann anschließend ungefähr 10 Minuten eine kurze Frage-Antwort-Runde mit Herrn Bühler zu den von ihm aufgeworfenen Fragen durchführen. Dann geht es weiter mit Herrn Häfliger und anschließend Frau Pfister und Frau Bucher, die etwas vom Allgemeinen ins Generelle gehen. Herr Häfliger zuerst über allgemeine Fragen, die sich bei der Marktanalyse stellen, und Frau Pfister und Frau Bucher anschließend speziell zum Instrument, zum Trendinstrument RFI, Request for Information. Und am Abschluss dieses zweiten Blocks werden wir dann eine etwas längere Frage-Antwort-Runde mit diesen 3 Referentinnen und Referenten durchführen. Nun ist es mir eine Freude, das Wort zu übergeben Herrn Hans-Jörg Bühler zum Thema Erfolgsfaktor Beschaffungsdesign. Schönen guten Tag miteinander. Es ist herrlich, so eine Audienz nach dem Mittagessen. Ich verrate Ihnen jetzt zum Einstieg noch ein kleines persönliches Geheimnis von mir in der Vorbereitung dieses Referates. Wenn ich nicht nur kognitiv, logisch arbeite, wenn ich etwas mehr machen will, dann habe ich herausgefunden, beginne ich zu zeichnen und mal den Denkapparat ein wenig abzuschalten, weil der produziert vielfach immer dasselbe. Und dann beginne ich zu zeichnen und suche mir ein paar Bilder und dann entstand dieser kleine, ja, sagen wir mal, Soberano 1. Und jetzt in der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, was sagt jetzt dieses Bild aus? Also meine Intuition hat mir gesagt, das sind die richtigen Bilder. Und was ist jetzt dahinter? Und darin ist ein Segelschiff in den Wolken, etwas grotesk, aber mit einer Beschaffung gestalten wir die Zukunft. Und wenn wir die Zukunft gestalten wollen, müssen wir uns die Zukunft zuerst vorstellen können. Und wenn ja die Zukunft sollte Minimum so gut sein wie heute, wenn nicht besser, oder? Also wenn wir schon Zukunft gestalten, sollte sie besser werden, dann bereitet sie Freude. Und wenn sie Freude bereitet, dann sind wir energetisiert und arbeiten ganz anders an der Beschaffung, als wenn wir eine Beschaffung einfach durchführen müssen, weil jemand befohlen hat, eine Beschaffung zu machen. Jetzt führt mich das eigentlich schon zum, also vielleicht hier noch was drumherum ist. Es geht um Menschen, es geht um Ideen, es geht um die Zukunft. Und dieser kleine Fratz da unten, der hat auch ein Lachen im Gesicht, ein verschmitztes Lachen. Das gehört von mir aus gesehen auch dazu. Und somit habe ich schon den Übergang zu meiner ersten Folie. Wir sind ja, oft habe ich ja Stakeholder, das sollte grün sein, die Kognitiven. Es ist ja alles klar, Ziele, Rahmenbedingungen, Chancen, Risiken, Best Case, Worst Case. Klassisch kognitives Denken. Dann steigt man ein in so einen Prozess und dann stellt man Fragen, dann kommen Antworten und dann kommt das Hirn und sagt, irgendwie diese Antwort ist nicht logisch. Irgendwie ist die komisch. Ich verstehe sie nicht. Dann taucht man ein und
mit dem Hinterfragen stellt man dann fest, aha, hier hat jemand eine schlechte Erfahrung gemacht, irgendeinem Projekt, und transportiert diese Erfahrung in dieses Projekt. Aber ob diese Erfahrung in diesem Projekt nützlich und hinreichend und sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Und vielleicht ist demjenigen, der diese Äußerungen bringt, gar noch nicht klar, warum er sie bringt. Weil Erfahrung passiert manchmal unbewusst. Das heißt, wir haben es immer mit Bewusstsein und Unbewusstsein zu tun. Und ich denke, diesen Prozess zu gestalten, mitzuführen, das ist das, was mich wach hält, achtsam, und das mir auch Freude bereitet. Und ich denke, das wäre auch die Message, eine Message an Sie, wenn Sie so Prozesse steuern. Und ich bringe Ihnen heute Beispiele von Cloud Computing, Outsourcing. Das bereitet ja nicht unbedingt für alle Leute Freude. Da sind Ängste da, ist ja klar. Und im Saal, wer von Ihnen hat schon Cloud Computing Beschaffungen gemacht? Eben, also die Erfahrung ist rar. Also macht man sich ein Bild. Und das muss man mitnehmen in so einen Prozess. So, jetzt bin ich Ingenieur, klar kann ich auch kognitiv denken, rational, selbstverständlich bin ich methodisch geschult. Was ich Ihnen hier zeige, ist mein Framework. Ich komme aus der Sourcing-Beratung und das ist das Sourcing, und Sourcing und Cloud ist für mich dasselbe. Sie nehmen das Steuerrad in die Hand, Sourcing und Cloud. Sie steuern als Kunde, nicht der Anbieter, Sie. Und es beginnt bei einer Strategie, das war heute Morgen auch schön gefallen, ohne Strategie ist eine Beschaffung relativ schwierig zu machen. Wenn man weiß, was man sourcen will, warum sourcen, wie sourcen, wann sourcen, an wen sourcen, dann kann man eigentlich das Beschaffungsprojekt starten und nicht vorher. Und dann kommt die Frage, ja, wie weit geht das Beschaffungsprojekt? Kommt die Transformation noch dazu oder kommt die nicht dazu? Kommt das Management an dieses Sourcing-Projekt auch noch in die Beschaffung? Ja oder nein? Muss man sich überlegen. Praxis bei mir, vielen Projekten, da sind Leute an Zeile 16 definieren und diese Fragen sind noch nicht geklärt. Deshalb kam ich überhaupt auf die Idee, so ein Beschaffungsdesign zu machen. Ich komme aus der Softwareindustrie und bevor ich Code programmiere, mache ich gewisse konzeptionelle Überlegungen. Also muss ich doch das in der Beschaffung auch machen. Jetzt ist die Frage, wurden diese Überlegungen schon gemacht? Und wenn nicht, wenn ich jetzt in der Beschaffung auf diese Thematiken stoße, dann muss ich die adressieren. In meinen Projekten sind oft strategische Fragestellungen, werden im Beschaffungsprojekt aufgedeckt und müssen im Management adressiert werden. Das ist denen gar nicht bewusst. Ja, die haben auch noch nicht 100 Jahre Cloud- und Sourcing-Erfahrung. Wie sollen die das wissen? So, und da habe ich Ihnen ein einfaches Framework gebaut. Also Ihnen, wir verwenden das. Und der erste Schritt dieses Frameworks sind die sogenannten Rahmenbedingungen. Ziele. Ja, eine Lieblingsfrage von mir ist, Beschaffung abgewickelt. Wie merken wir, dass die Beschaffung erfolgreich war? Hat jemand eine Idee, oder? Und dann heute Morgen, Frau Wittmer, ja, das sind die gesetzlichen Grundlagen. Jetzt komme ich und sage als Pragmatiker, Gesetz hinkt immer der Technologie hinten rein. Ist halt so. Punkt. Und jetzt kann ich warten, bis es gesetzlich gelöst ist, oder ich muss mir überlegen, wie gehen wir mit dem um? Ich arbeite in Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung. Wir haben nicht immer Zeit, 10 Jahre zu warten, bis es mal geregelt ist. Und dann ist der Zug weg. Also, und das wird hier definiert. Und was ich auch mache, wenn ich merke, dass ein Beschaffungsprojekt hier noch relativ mager ist, dann mache ich ein Papier, Designentscheidungen. Wir im Team treffen Designentscheidungen und spülen die dann nach oben. Und dann ist der Designentscheid klar, dokumentiert, nachvollziehbar. Dann die zweite Frage, was ist der Gegenstand? Was beschaffen wir? IAS, PaaS, SaaS, was beschaffen wir? Daraus ergibt sich dann das sinnvolle Verfahren, die sinnvollen Eignungs- und Zuschlagskriterien, dann das Pflichtenheft. Selbstverständlich, wenn ich etwas ausschreibe,
dass es im Markt nicht gibt und ich zuerst eine Viertelmillion verputtere mit der Ausschreibung und erst dann merke, dass es das gar nicht gibt, habe ich Pech gehabt. Nein, ich habe einen schlechten Job gemacht. Das gehört dazu, in einer ersten Phase mal zu validieren, gibt es das überhaupt, was wir wollen? Und dann selbstverständlich gibt es den Business Case und selbstverständlich gibt es dann, also Kanton Bern gibt es ja nicht Verhandlung. Ich bin gewohnt zu verhandeln, hier ist es verboten. Wie gehen wir mit dem um? Weil es ist eine Illusion, am Anfang einer Beschaffung alles hinreichend zu spezifizieren. Dann sind Sie ein halbes Jahr am Spezifizieren und vergessen Sie es. Also ich bin da etwas provokativ. So. Und dann gibt es Business Case und Business Case im Cloud-Computing-Umfeld, das läuft halt anders. Da haben Sie dann On-Demand-Sachen, die Sie einkaufen und dann kommen Sie die ersten Probleme über mit dem Budgetprozess und mit dem Controlling. Und das müssen Sie halt hier adressieren. Also meine Erfahrung ist, diese Diskussion führe ich in 1 bis 3 Workshops an einen halben Tag. Und dann sind die Facts auf dem Tisch, wo wir jetzt studieren müssen, was klar ist und was nicht klar ist. Und das wird oft nicht gemacht, das ist schade. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein Beispiel aus der Praxis. Hier mal eine kurze Sourcing-Definition. Wir haben 3 Ebenen. Wir können Prozesse outsourcen, wir können Anwendungen outsourcen und Infrastruktur. Das Blaue zeigt Ihnen, was kann ich outsourcen und das wie. Und ich konzentriere mich, ich habe mit Ihnen 20 Minuten, ich könnte mit Ihnen tagelang darüber reden. Ich konzentriere mich hier auf einen Infrastruktur-Case. Und da sind alle Möglichkeiten drin. Also PaaS, Private Cloud, Community Cloud, Public Cloud, also eine Hybridlösung. So, mal theoretisch den Rahmen. Jetzt steigen wir mal in den Praxisfall ein. Ein Kunde hatte ein Outsourcing mit einem Outsourcer seit 15 Jahren, oder sagen wir 6 Jahren. Dann kommt ein zweiter Outsourcer dazu, der macht etwas Kleines. Dieser Vertrag läuft aus. Okay, strategische Entscheidung. Wenn wir ausschreiben, machen wir ein Multi-Provider-Outsourcing auf Infrastrukturebene. Okay. Strategischer Auftrag aufs Beschaffungsteam. Was heißt das jetzt? Das heißt, hier habe ich irgendwo Anwendungen und Daten. Einige, die, und das sind 2 Rechenzentren pro Provider, Disaster Recovery. Etwas von diesen Anwendungen und Daten geht zu dem und etwas geht zu dem. So. Wenn wir die Beschaffung schlecht machen, haben wir anstatt 2 Provider, haben wir dann 4. Eine gewisse Zeit. Was heißt das, Infrastruktur? Das heißt, ich habe ein Anwendungsportfolio 2017 bis 2025. Ich habe Middleware, Server, Storage, RZ. Hier vielleicht gewisse Ausprägungen, Entwicklung, Test, Produktion. Das ist noch eine alte Nomation. Vielleicht geht es um Verfügbarkeitsklassen, Gold, Silber, Bronze. So, und dann gibt es so die Servertypen klein, mittel, groß. Das schreiben wir aus. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich feststelle, eigentlich, wenn wir TOGAF nehmen, brauchen wir eine Unternehmensarchitektur, wir brauchen eine Datenarchitektur, Anwendungsarchitektur und eine technische Architektur. Bis heute hat das niemand interessiert, weil der erste Outsourcer hat das alles gebaut, schlüsselfertig. Jetzt gehe ich in ein Multi-Provider-Management, habe da 2 bis 4 Provider. Wer macht jetzt die technische Architektur umfassend über das Ganze? Wer sagt, welche Anwendungen bei diesem Provider und welche bei diesem? Geht das überhaupt? Kann man die Anwendungen splittern in einem Geschäftsprozess, der kritisch ist? Welche Daten sind wo? Wer macht das? Wenn Sie keinen Architekten im Haus haben und Sie sind jetzt im Beschaffungsprojekt, dann beginnen Sie dann kräftig zu studieren. Oder? Wie mache ich jetzt das? Und Fazit war eigentlich nach 1, 2 Workshop, okay, wir kaufen hybride Services ein. Ich komme noch ein wenig zu Ihnen über, nicht, dass ich mich benachteiligt fühle. Ich brauche eine Architektur für Multi-Provider-Management. Ich brauche ein Datenhaltungskonzept. Ich muss dann, wenn ich das beschafft habe, und dann wirklich kaufen will, ablösen in einem Rahmenvertrag, dann muss ich Multi-Provider-Management fähig sein. Und wenn Sie es heute nicht sind, dann haben Sie einen verdammten Challenge. Dann End-to-End-Service-Management, wer macht das? Wer ist das?
Und dann haben sie, was mir auch eingefallen ist, sie haben zwei Verträge, zwei Provider, sie haben zwei verschiedene Servicekataloge, sie haben zwei Preislisten und zwei Transformationsprojekte. Das ist mal die Ausgangslage, Punkt. Und das kommunizieren wir im Management. Wenn ihr Multiprovider-Management wollt im IAS, dann heisst das das, Punkt. So, dann beginnt mal ein Reflektieren. Das ist der eine Punkt. Jetzt habe ich von meinem Bild, das ich Ihnen gezeigt habe, habe ich jetzt mal den Gegenstand skizziert. Jetzt gehen wir mal in den Prozess. Dann kommt die nächste Frage, was ist der geeignetste Prozess für die Beschaffung? Der Jurist sagt vermutlich, am liebsten hätte ich offenes. Ich als Ingenieur sage, ich glaube nicht, dass das offene Verfahren hier sinnvoll ist. Jetzt habe ich mir mal eine Folie zusammengebaut, um Ihnen mal gewisse Sachen zu zeigen. Das erste ist, als Auftraggeber möchten Sie noch steuernd einwirken. Wenn Sie offen publizieren, dann wirken Sie bis hier steuernd und dann ist Ende Musik. Dann haben Sie eigentlich nichts mehr zu sagen. Eignungskriterien, Zuschlagskriterien, Verfahren, alles ist gegeben. Punkt. Ende. Wenn Sie bis hierhin Einfluss nehmen möchten, dann müssen Sie ein selektives Verfahren machen. Und jetzt kommt das Engineering. Wenn ich so ein Projekt angehe, jeder sagt mir am Ende des Projekts, wenn ich es nochmal machen könnte, ich weiß, wie es machen müsste. Das ist normal. Die Wissenskurve, am Anfang wissen Sie nichts, wenig, am Ende wissen Sie alles. Die Risiken, am Anfang hat jeder Angst, vor lauter Risiken keine Lösung. Wenn wir beginnen nachzudenken, machen wir Risikoreduktionsmaßnahmen etc., die Risikokurve nimmt ab. So. Und jetzt komme ich und sage, okay, wenn Sie wirklich offen wollen, dann müssen Sie eigentlich hier einen Vorlauf schaffen. Dann beginnen Sie ein Jahr früher mit dem Projekt. Dann können Sie offen aufschreiben. Aber ob das sinnvoll ist? Und allen anderen sage ich, ich bin extrem vorsichtig, wenn ich nicht Bleistifte beschaffe mit den offenen Verfahren. Erstens mal, damit der Anbieter ein gutes Angebot machen kann, müssen Sie ihn schon füttern mit Informationen. Sonst haben Sie drei Angebote nicht vergleichbar. Dann haben Sie nächste Baustelle. Also, das ist mal die Diskussion. Aber für das brauchen Sie keine Doktorarbeit, für das brauchen Sie nicht drei Monate. Das reicht zwei Workshops. Dann ist es diskutiert. Nächster Punkt. Klassische Anforderungsspezifikation. Der Kunde hat ein Service-Level 98% Verfügbarkeit. Jetzt sagt er, was ich gesagt, Zukunft muss besser sein. Markt hat Angebote, 98 gibt es schon gar nicht mehr, das ist schon hässlich. Es gibt 99,5, spannend wird es dann bei 99,75 und noch spannender wird es bei 99,9. Was brauche ich denn da? Was setze ich dem Anbieter ins Pflichtenheft? Riesendiskussion. Wenn Geld keine Rolle spielt, 99,9. Wenn Geld Rolle spielt, ist die... Wer entscheidet jetzt bei Ihnen, ob Geld Rolle spielt oder nicht? Wer ist das? Wer schiebt der Wunschliste da den Riegel vor? Der externe Berater. So, jetzt gehen wir ins Cloud Computing. Cloud Computing heißt industrialisierte Services, hochstandardisiert. Und wenn wir das glauben, wenn wir wirklich daran glauben, müssten wir eigentlich sagen, was sind die Ziele, Rahmenbedingungen? Was gibt es im Markt überhaupt? Was passt zu mir? Und dann habe ich unterschiedliche Angebote. Und dann kommt das nächste Problem. Wie beurteile ich und bewerte ich unterschiedliche Angebote, dass ich keinen Rekurs am Hals habe? Aber ich denke, die Zukunft wird in diese Richtung gehen. Und wir müssen das Problem anpacken. Wie können wir unterschiedliche Angebote bewerten? Ich habe noch 15 Minuten. Noch 10? Ja, kann ich entspannt machen. Gut. Nächster Punkt. Ich bin ja Ingenieur. Und die Ingenieure, wenn sie dreimal dasselbe machen, beginnen sie schon zu überlegen, mache ich dreimal denselben Mist oder werde ich schleuer? Jetzt haben wir so provokativ gesagt, okay, Angebotsunterlagen.
Das Grüne, das ist der Prozess. Wann schreiben wir aus? Wie schreiben wir aus? Was sind die Termine? Das ist nach dem Vertragszuschlag Makulatur, interessiert niemanden mehr. Was interessiert ist, Rahmenvertrag, haben wir heute Morgen gehört, oder ein Vertrag. Dann, also wir machen kein Sourcing, ohne dass der Kunde einen Vertrag abgibt. Vergessen Sie es. Machen wir nicht, das ist fataler Error, sagt man bei uns. Dann kommt Anhang 1. Die Anhänge sind so spezifiziert: Services, Service Level, Transformation, kommerzielle Sicherheitsbestimmung. So, jetzt gibt es eine Anforderung, die können wir klar beschreiben. Ich hätte gerne einen EIS-Service, mittlerer Server, mittlere Leistungsklasse, Anforderung 2. Und da gibt es vielleicht Anforderung 4. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, machen Sie Vorschläge. Der Punkt ist, das ganze Ausschreibungsunterlagen, das wird schon so produziert wie ein fixfertiger Vertrag. Jetzt kann dann der Anbieter sagen, okay, erfüllt, teilweise erfüllt, das, was nicht erfüllt ist, soll er mir einen Vorschlag machen. Und das, was offen ist, macht er mir Vorschläge. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel eine Servicebeschreibung, die ist schon fix, fertig, strukturiert. Und jetzt, wenn alles grün ist, dann kann ich das geben und sage, bitte unterschreiben, ich habe nichts mehr zu tun. Wenn alles rot ist, kommt selten vor. Da haben wir viel zu diskutieren, viel zu bewerten. Und wir bauen heute eigentlich unsere Ausschreibung so, dass schon das fixfertige Konstrukt in den Strukturen kommt, inklusive Vertrag. Und dann wird dann hier noch eine Delta-Bereinigung machen. Jetzt kommt die Frage, die Frau Wittmer schön gesagt hat, da gibt es zwei Philosophien. Ist der Rahmenvertrag ein Eignungskriterium oder ist es ein Zuschlagskriterium? Ich sage, es könnte auch eine Hybridform sein, eine Mischform. Teile davon sind Eignung. Und Teile sind Zuschlag. So. Das sage ich als Berater. Und je nachdem, wenn Sie im Publikum, beim Kunden haben, als Juristen, werden Sie sehr harte Diskussionen führen. Oder? Und jetzt, die Diskussion darf nicht zwischen Berater und Jurist stattfinden. Sie sind der Kunde. Sie müssen den beiden sagen, okay, ich habe es gehört, ich gehe da durch. Ich habe es gehört, ich gehe da durch. Für das brauchen Sie Kompetenz. Sie können das Problem nicht outsourcen. Die Probleme bleiben, Verantwortung bleibt immer bei Ihnen. Das heißt, Sie müssen sich gewisse Kompetenz aneignen. So, jetzt bin ich eigentlich schon viel zu schnell. Jetzt komme ich zu meiner letzten Folie. Genau. Was ich so feststelle ist, wir haben ja die Stakeholder und die, die maßgebend mitsteuern, sind entweder in der Privatwirtschaft CEO. Bei Ihnen sind es Direktionspräsidenten, was auch immer, Finanzleute, Compliance-Leute, IT-Verantwortliche. Und wenn ich jetzt so ein Beschaffungsdesign mache, meine Erfahrungen sind mit diesem Beschaffungsdesign, 2 bis 3 Workshops, erreichen wir das. Das lese ich Ihnen jetzt nicht runter. Und das Wichtigste für mich als externer Berater ist, ich habe ein Projektteam. Das kann eh nicht ein Mensch lösen, ist zu komplex. Ich habe ein Projektteam, das beim Start des Projektes schon ein gemeinsames Verständnis hat über das, was wir künftig wollen. Und weiß, was wirklich jetzt wesentlich ist. Es ist nicht die Zeile 17, ob man jetzt und oder könnte. Es ist nicht die Formulierung. Es sind ganz andere Themen, die matchentscheidend sind. Und die erfolgskritischen Themen. Und jetzt gibt es natürlich Herausforderungen. Eine der schwierigsten ist diese hier. Der Design, diese Elemente hängen zusammen. Wenn ich diese Eignungskriterien wähle, dann ist der Markt noch so. Wenn ich keine wähle, ist der Markt so. Also das Ausbalancieren von Eignungskriterien, das sinnvolle Setzen von Zuschlagskriterien, das dann auch richtig abbilden im Pflichtenheft, das ist anspruchsvoll. Das Zweite ist, ich bin Pragmatiker. Wenn ich mit 80% Aufwand meine Probleme hinreichend lösen kann, warum soll ich dann noch mehr Energie reinstecken, nur dass ich perfekt bin? Bringt das etwas?
Und wir Schweizer sind ja Perfektionisten. Ich war auch einer, ich musste es aufgeben. Ich wurde gezwungen, oder? Was ist sinnvoll? Das müssen Sie selber beurteilen. Und das Dritte, jetzt eigentlich eine Botschaft auch an die Beschaffer, die das Ganze steuern. Wenn das stimmt, was ich Ihnen erzähle, Sie können ja anders denken, dass das Wissen zunimmt während dem Projektverlauf. Aber die Verfahren, ob jetzt selektiv oder öffentlich, die spiegeln das nicht wider. Jetzt kommen die anderen und sagen, ja, ich habe Dialogverfahren. Wie viele Dialogverfahren haben wir in der Schweiz gemacht? Praktisch keine. Warum? Weil es kompliziert ist, weil es aufwendig ist. Privatwirtschaft, wir machen das permanent. Wir sind trotzdem transparent, wir sind trotzdem compliant und wir gehen trotzdem fair miteinander um. Und da sehe ich die größte Herausforderung. Wie stellen wir das sicher, dass das Projektteam intelligenter, weiser werden kann? Und wie stellen wir sicher, dass das dann die PS auf die Straße kommen? Wie machen wir das? So, das wäre mein Referat und ich würde mich freuen auf Feedback über E-Mail, Skype oder bei mir mal eine Tasse Kaffee trinken, Austausch. Ich lebe von Austausch. Ich lebe nicht in einem Kloster, da werde ich nicht gescheiter oder nicht mehr, was auch immer. Also wenn Sie da mal Fragen haben, dürfen Sie mir eine E-Mail schicken. Und wenn Sie gewisse Themen dann mehr interessieren, dann schauen Sie mal auf die Homepage. Ich habe seit gestern Abend mein erstes E-Book drauf. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Bühler, für einen sehr engagierten und von viel Erfahrung getragenen Vortrag. Jetzt haben wir noch 3 Minuten Zeit, um eine kurze Frage-Antwort-Runde durchzuführen. Wem darf ich das Wort geben? Dann erlaube ich mir, das Eis noch kurz zu brechen. Sie haben viel aufgezeigt, was man gut machen kann beim Design. Aber Sie haben sicher auch viel Falsches gesehen. Was sind die häufigsten Designfehler, die Ihnen unter die Augen gekommen sind? Ja, ich treffe Teams an, die haben einen Auftrag über 3-4 Etagen Obdram, die müssen jetzt einfach beschaffen. Oder? Ich komme als Externer und sage, sie sind eigentlich furzpippen, egal, Entschuldigung. Mir ist egal, ob die jetzt beschaffen müsst oder nicht. Ich will die wesentlichen Rahmenbedingungen kennen. Und wenn die nicht gesetzt werden, dann gehe ich zu den Auftraggebern und lasse die setzen oder absegnen. Und manchmal, wenn man dann im Druck ist, wenn man publiziert hat oder ankündigt, man publiziert, dann ist man in so einem operativen Modus. Und die Leute spüren schon, dass nicht alles richtig ist. Aber sie haben dann den Mut nicht, mal sagen, so, halt, stopp. Eigentlich müssten wir zu Feld 0 zurück und mal 3-4 grundsätzliche Fragen klären. Das ist so das, was ich am meisten treffe. Bloß, dass man viel zu schnell in die Templates einsteigt und textet. Bevor ich das Ganze nicht verstehe, kann ich persönlich keine Zeile Text schreiben. Ich muss es zuerst verstehen. Das ist so das, was ich viel treffe. Bei mir natürlich einfach als Externer. Mich können Sie raufschmeißen, Ihr Problem ist gelöst. Wenn Sie intern sind, in einer Hierarchie, geht das natürlich nicht so einfach. Ja. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen aus dem Plenum? Ich komme mit dem Mikrofon, damit man Sie auf dem Podcast dann auch hört. Danke herzlich für die Präsentation. Mich nimmt es Wunder, wie Sie umgehen. Eben, Sie haben da die Stakeholder, CEO, CFO und so, und die haben ja verschiedene Interessen bei so einer Beschaffung. Wie gehen Sie damit um, wenn diese Interessen teils gegenteilig sind und am Schluss ist es immer das Problem des Dienstleisters, dass er plötzlich sagt, ja, aber ich muss priorisieren, weil das ist das, was euer Budget schlussendlich ausmacht. Wie gehen Sie um, wenn es dort eben Querelen gibt zwischen diesen verschiedenen Stakeholdern? Für mich als Berater, für Sie als Dienstleister ist es ja äußerst heikel, oder? Für mich als Berater ist es ja mein Job. Und wenn Sie System Engineering, das ist eine uralte Methode, nehmen und Sie sehen Zielkonflikte, dann gibt es nur einen Weg, transparent machen, was sind die Zielkonflikte. Die müssen aufgelöst werden, Punkt. Und da muss ich das, meistens die Stakeholder, die sind ja so weit weg von dem ganzen Zeugs hier, oder? Die sind sich meistens dessen gar nicht bewusst. Und die Frage ist, wie machen wir das denen transparent, dass sie verstehen,
was für Themen jetzt entschieden werden müssen. Meistens sind wir in der IT so, also wir reden über Cloud. Cloud ist schon fahrlässig. Ja, was meinst du mit Cloud? Hybrid, Private, IaaS? Wir sind schon fahrlässig. Wir schmeißen das Management zu mit Cloud-Begriffen. Und die entscheiden dann No Cloud. Oder? Das passiert doch. Also mein Rezept ist, ich als Externer muss es transparent machen. Ob es dann gelöst wird, das liegt nicht in meiner Macht. Ich bin Berater. Und wenn ich merke, dass etwas heikel wird, dann bin ich schon, dann sage ich es dreimal. Ich sage meinem Kind auch, sollte es nicht auf die heiße Platte reichen. Und wenn es das dritte Mal halt drauf lenkt, dann hat es seine Erfahrung gemacht, dann ist es halt so. Aber so dreimal sage ich schon. Vielen Dank.